Hallo, schönen guten Tag. Ich habe hier eine Doppelsteckdose, eine Aufputzsteckdose, die outdoor geeignet ist. Und zwar möchte ich die eigentlich haben für unseren Heizungskeller, der gleichzeitig auch der Raum ist, in dem meine Waschmaschinen und Wäschetrockner stehen. Und da brauche ich solche Steckdosen. Mein Mann hat gerade die Außenwand neu isoliert, ein neues Fenster eingesetzt und da kriege ich auch eine neue Steckdose hin. Da das aber teilweise ein Feuchtraum ist, fand ich das ganz geeignet, dass ich das dann auch verschließen kann. Zack, ist es zu, wenn die Maschinen abgezogen sind, was ja durchaus auch mal passiert. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, ob er es mir wirklich ranbringt, ob er mir das da wirklich anbaut. Andernfalls ist es natürlich auch für draußen schön, für die Teichanlage, aber da haben wir ja schon was. Nee, ich denke mal, ich möchte das lieber ja, bei den Waschmaschinen haben. Die sind ja alle beide fleißig im Betrieb und da bin ich froh, wenn ich da mal eine vernünftige neue Zuleitung habe und vor allem neue Steckdosen da. Nachdem er nun alles beim Umbau entfernt hatte und mir da die alten Dosen wieder angemacht hat, da bin ich nicht ganz einverstanden. Da habe ich was gegen. Ich bringe ihm die jetzt gleich runter und sage ihm, dass ich die ranhaben will. Und ich hoffe mal, ich denke mal, er wird im Prinzip ganz normale Schutzkontaktsteckdosen, 16 Ampere, 250 Volt bis maximal 3500 Watt geeignet. Und ja, und wie gesagt, Outdoor geeignet. Das war's von mir. Ich empfehle die gerne weiter. Ich finde 10,99 € für solch eine schöne Steckdose nicht zu teuer. Das ist ein angemessener Preis für das Produkt und für die Qualität. Und insofern hat es natürlich meine Empfehlung. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt schön gesund und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss!